Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls 3, wo wir in der letzten Folge Anor London noch ein bisschen erkundet haben. Und ich bin nochmal kurz zurückgereist in den Feuerbandschrein, weil ich hätte gerne mal ein bisschen hiervon. Die nehme ich mir alle, davon nehme ich auch gerne mal ein paar. Weil man kann nie genug von Karthus Rot haben, sind wir mal ehrlich. Außerdem wollte ich mal eben mit dir nochmal sprechen. Ah, I failed to thank you for helping them find their final resting place. Dankeschön. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? Es scheint so, ne? Okay, gut, aber wir reisen jetzt zu Wort vom Nordwindhall, wobei, halt, Moment, stopp. Halt, stopp, Verrat. Wir müssten noch eine Estus-Scherbe haben. Ja, oder ich habe vergessen, die in Dingens zu holen. Erstmal geben wir ihm die Kohle des Riesen so. My, my. The coal of that peaceable giant. Seems like ages passed. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. My thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. So, es ist vollkommen verstärken. Jawohl. Damit haben wir jetzt 10. Pretty, be careful. Das reicht erstmal. So, dann jetzt aber zurück zu Wort vom Nordwindtal. Oder haben wir noch eine Untotenknochenspitze? Ich glaube nicht. Nö. Gut. Denn jetzt wollen wir mal ein bisschen was tricksen. Wir schnappen uns jetzt nämlich, beziehungsweise wir knöpfen uns jetzt einen Boss vor, der eigentlich ein gutes Stück später kommen würde, nämlich nachdem wir die zwei weitere große Bosse, also zwei weitere Fürsten getötet haben. Aber da es ein paar Sachen gibt, die ich vorher erledigen möchte, machen wir das jetzt schon. Und da ich keine Lust auf Aldrich habe, zögere ich den noch so ein bisschen hinaus. Weil ich mag den Boss nicht. So. Das ist das Schöne, wenn man schon vollkommen überlevelt ist für ein Gebiet. Und man geht einfach da durch wie durch Butter. Wobei ich glaube, die Lothric-Ritter hier dürften auch noch einen zweiten Schlag aushalten. Die hätten sogar drei Schläge, würden die aushalten. Also, der zweite Schlag würde sie nicht töten, wenn ich sie nicht backstabbe. Heißt das natürlich. Aber zumindest reicht unsere Ausdauer mittlerweile, dass wir einen Schildschlag von denen ohne Probleme überstehen. So, stirb. Dankeschön. Schild des Lothric-Ritters. Ja, kann man mal nehmen. So, und zwar habe ich ja schon mal angedeutet, hier befindet sich ein Bossfight. Dieser Bossfight triggert, wenn wir ein bestimmtes Item erhalten von ihr, was wir eben erhalten würden, nachdem wir drei Fürsten besiegt haben. What is wrong, unkindled one? Are you not a Lord Seeker? Head to the base of the high wall and seek the Lords of Cinder. Is this not the calling of your kind since ages past? Eigentlich schon, aber du sitzt auch zwischen mir und einem Fürsten, also tut mir leid. What on earth? My dear Prince Lothric. So, das Becken der Gelübde brauchen wir nämlich dafür. Und das müssen wir hier einsetzen. Und ich liebe diesen Bossfight.
Wenn Türen in Dark Souls von alleine zugehen, dann ist die Kacke echt am Dampfen. So, die Frage ist jetzt, nehmen wir Bluten oder Gift? Wir versuchen es erstmal mit Bluten. So, und ich habe ja schon von Vords Gefährtin gesprochen, der Tänzerin. Und hier haben wir sie. Und dieser Bossfight ist so cool. Ich finde ihre Bewegungen, die meisten ihrer Angriffe sind wirklich grazil wie bei einer Tänzerin. Und sie hat so ein paar Angriffe, die sind echt fies. Und ich stelle mich gerade echt scheiße an. Das war ein sehr erfolgreicher Tänzerinnenfight, muss ich sagen. Das war schon fast gut, was ich da gerade abgeliefert habe. Aber, ja. Okay, Bluten hat jetzt nicht getriggert. Wir haben sie aber auch ein paar Mal zu wenig gehauen dafür. Wir gucken mal, wie viel Schaden Blitz gleich anrichtet. So, gehen wir nicht auf. Gehen wir aus dem Weg. Ich krieg jedes Mal den Tritt hin. Ich bin begeistert von mir selber. Muss ich auch gerade mal lobend erwähnen. Stirb. Ich habe nämlich sonst immer Probleme. Dieses Timing für den Griff, für den Tritt, das ist so eine Sache bei mir. Wegstepp. Und peace. So, du noch. Komm her. Ich kämpfe ungern auf Treppen, wenn es sich vermeiden lässt. Komm. So, jetzt aber. Dankeschön. So, du hast mir auch nichts fallen lassen. Du aber. Dankeschön. Eine kleine Titanitscherbe, die brauchen wir ganz dringend. Nicht. Mal so gar nicht eigentlich, aber hey. So. Packen wir mal Blitz drauf. Rüsten wieder unsere Dingens aus. Und schnappen uns als erstes unsere Seelen. Da sind sie. Meine. Dankeschön. So. Ah, fuck. Ja, sie hat natürlich auch einen Griff. Dem kann man ausweichen, wenn man denn rollt und vor allem, wenn man nicht in den mit dem Griff rollt, sondern gegen den Griff. Sprich, sie greift halt immer von links, von uns aus gesehen von links nach rechts, haben wir gerade gesehen. Und da muss man entsprechend immer von, man sollte nach links rollen. Schluck trinken. Wow, das Blitz ist schon ausgelaufen. Aber gut, Blitz macht für uns auch nicht so viel Schaden, weil wir nicht so viel Glaube haben. Das ist ja das Problem. Blitz skaliert mit Glaube. Dass uns der erste schon nicht getroffen hat, hat mich überrascht. Ich müsste da mal durchfahren. Okay. Ah, greedy. So, sich jetzt aber mal heilen. Ja, wie gesagt, wir können den Griff überleben. Manchmal ist der Griff auch ein bisschen verbuggt. Au. Ich dachte, sie holt jetzt ihr zweites Schwert raus. Denn ja, die Frau kämpft nachher auch mit zwei Schwertern. Ah, jetzt holt sie ihr zweites Schwert raus. Tada. Und ähnlich wie Sullivan, kämpft sie mit... Au. Beim letzten Angriff zweimal rollen. Kleiner Tipp. Kämpft sie mit einem Feuer- und einem Dunkelschwert. Oh. So, können wir jetzt nochmal... hallo? Lässt du mich jetzt nochmal an dich ran, dass ich dich auch mal hauen darf? Danke.
diese Frau haut einen Schaden raus. Das ist unglaublich. Ja, es ist halt eigentlich ein Endgame-Boss, aber wir sind auch eigentlich ganz schön gelevelt. Also eigentlich sollte der gar nicht so ein Riesenproblem sein. Ich sollte vielleicht dazwischen mich einfach mal mehr wieder blocken, statt versuchen auszuweichen. So, ich hoffe, wir kriegen es rauf. Ach, sehr schön. So, nicht greedy werden. Nicht in den Momenten zuschlagen, wo sie gerade zuschlägt. Au. Hinter dir. So, letzter ist das Flakon. Das ist nicht gut. So, man ist meistens, lustigerweise, an ihrem Hintern relativ sicher. Vor vielen, aber nicht vor allen, aber vor vielen. Und meistens kriegt man da auch weniger Schaden, beziehungsweise die Angriffe richten da weniger Schaden an. Also man wird halt nicht von allen Angriffen getroffen, das meine ich damit. So, wir haben ja glücklicherweise göttlichen Segen. Und wenn du das anfängst, dann fange ich halt auch meine Magie an. Davon nimmt die verdammt viel Schaden, aber gut, wir haben auch ziemlich viel auf Intelligenz geskillt. Mal so einen Wirbelangriff gemacht, das ist doch nicht nett. Ja, es könnte sein, dass wir jetzt an diesem Boss länger hängen. Ich glaube, ich werde einfach gleich mal Magie draufpacken auf unsere Waffe. Das hat nämlich scheinbar schönen Schaden gedrückt. So, wer von euch zuerst? Du. Oh. Ich überlege, ob wir eventuell riskieren wollen, nicht vor dem Kampf, sondern im Kampf die Blut zu schlucken. Damit heilen wir uns ja auch nochmal voll. Das heißt, wir würden uns einmal heilen sparen. Die Frage ist, ob wir das überhaupt überleben soweit. Aber gut, wir versuchen es. Ich muss sagen, das ist aber einer der Bosse, den habe ich, glaube ich, auch noch nie alleine besiegt. Muss ich ja zugeben. So, als erstes. So, Nummer 1. Dann Nummer 2. Schild rausholen. Boss. Ah, du stehst aber direkt vor meinen Seelen. Das ist aber nicht nett, du. Ich bin nun mal durch. Wie gesagt, wenn sie so greift, am besten entweder nach hinten rollen, weit genug, oder halt in die Richtung zu ihrer Linken rollen, weil sie greift halt von da und wenn man mitrollt, reichen die Invincible Frames nicht aus, dann greift einen dann trotzdem. Ist ein bisschen scheiße. So, aber ich würde sagen, Magie macht gut Schaden. Nehme ich den Schaden. Hörst du mal auf, hier alles anzuzünden? So, unsere Magie ist jetzt schon ausgelaufen. Halleluja. Das hält alles nicht mehr so lange, wie es früher mal gehalten hat, glaube ich. So, sie holt das Schwert wieder raus. Dann buffen wir unser Schwert nochmal. Und jetzt sollten wir uns am besten einfach von ihr fernhalten. Sagte er und ließ sich treffen. Warum sinken eigentlich gerade meine Frames so übelst ab? Das ist voll uncool. Ja, jetzt steigen sie wieder ein bisschen. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch... Dieser Bossfight hat ziemlich viele Partikel.
was unter anderem an der Tänzerin selber liegt, andererseits am Feuer und fuck, bitte. Oh, nein! Ich kam nicht mehr zum Trinken. Ich wollte doch gerade. Das ist nicht cool. Wie gesagt, Frame-Einbrüche sind grundsätzlich ungeil. In einem Bossfight erst recht. Und ja. Gegen den Boss dauerhaft sterben ist halt auch nicht gerade das Wahre. Ist jetzt... Ja. Hey, das erste Mal, dass ich heute den Tritt verkackt habe. Wir haben jetzt einmal mit Bluten, einmal mit Blitz, zweimal mit Magie. Das heißt, das wird jetzt unser fünfter Versuch sein. Hm. Na toll. Toll. Krieg den Keks. So, tschüss. Eins. Next step. Und auf Wiedersehen. So, vielleicht sollte ich einfach zwischendurch mal ein bisschen auf Distanz gehen und Zauber casten gegen diesen Boss. Das könnte ganz nützlich sein. So, Hallöchen. Nope. Danke, ich verzichte auf eine Kuscheleinheit. So. Also ich finde, den Angriff kannst du ruhig durchspammen, du. Habe ich kein Problem mit. So. Komm mal wieder da ein bisschen aus der Ecke raus. Das ist nämlich auch immer so eine Sache. Sie bewegt sich öfters mal in Ecken rein und das ist unglaublich nervig. Oh Gott. Fängt sich schon mit den Explosionen an hier. X. Daneben. Also interessant, dass sie gerade die ganze Zeit daneben schlägt. So, wir gewinnen mal ganz kurz ein bisschen Abstand, weil ich will einen neuen Waffenbuff bekommen. Ah. Puh. Das war knapp, Frau. Bitte nicht nochmal. Danke. Haben wir den noch? Such mal zurück und heilen. So. Oh. Jetzt treffen uns leider auch mehr ihre Angriffe. Das ist ein bisschen nervig. So, aber wir haben sie schon relativ gut runter. Und wir haben noch 8 Estes Flachhaus zur Verfügung. Timing gepasst hat vom Ausweichen her, begeistert mich gerade selber. Oh. Au! Bist du auf? Auf zu zaubern. Auf zaubern. Ich meine, wofür haben wir die Magie schließlich, ne? Ist zwar ein bisschen cheesy, aber funktioniert. Ich glaube mir, immer noch angenehmer, als die ganze Zeit gegen diesen Boss zu sterben. So, auf den Hintern. Da kommen wir eh nicht an sie ran, also können wir ihm auch einfach mal geben. What? Was für eine Reichweite diese Schwerter einfach haben. Puh.
muss sagen, dass mich die Stiche erwischt haben, das hat mich dann doch überrascht. So, viel hältst du nicht mehr aus, Frau. Aua. So, jetzt aber. Stirb. Fang. Danke. Wiedersehen. So, wir wollen das Symbol der Habgier wieder anziehen, einfach weil es gibt mehr Seelen. Und Seelen können wir gut gebrauchen. Ha, wunderschön. Wir haben es geschafft. Hat uns auch nur 5 Versuche und 20 Minuten gekostet. Hey! So. Wir haben die Seelen gekriegt, also können wir uns wieder ausziehen. Und mal eben so knapp 100.000 Seelen für den Boss bekommen. Das heißt, wir werden jetzt als erstes mal das Becken abstellen. Danach werden wir nochmal in den Feuerbahnschrein reisen. Und dann gehen wir ein optionales Gebiet an. Beziehungsweise ein optionales Gebiet, was zu einem optionalen Gebiet führt. Und vor allem einen optionalen Boss. Den wir aber brauchen, denn wenn wir diesen Boss nicht besiegen, kommen wir erstens nicht in das zweite optionale Gebiet dahinter, plus wir kommen in ein weiteres optionales Gebiet nicht rein, wo noch 2 optionale Bosse auf uns warten. So, und wer sich jetzt fragt, wie kann man Steine zum Bluten bringen, man stelle unter diese Statue ein Becken. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Und generell, wie diese Mechanik hier funktioniert mit das Becken füllt sich, dadurch schiebt sich die Statue nach hinten und dadurch kommt dann eine Leiter runter. Ja, gut, irgendwie mit Gewichten wird es schon sein, aber Magie! Nein, ehrlich. Anders kann man sich das in diesen Spielen nicht erklären. Aber gut. Es gibt ja Magie in diesen Spielen, also hat man auch schon eine Erklärung. Auch wenn Magie eigentlich meistens so ziemlich die langweiligste Erklärung von allen ist. Wobei, nee, Zufall ist noch ein bisschen langweiliger. So, ich habe ja gesagt, Kondition hätte ich gerne, ebenso wie Vitalität, auf 25 als nächstes. Belastbarkeit sollten wir dann auch nochmal ein bisschen hochziehen. Stärke, Geschick und Intelligenz muss alles noch hoch. Das könnte noch was dauern. So, wir gehen mal kurz bei Ludlith gucken, was wir so an Waffen schmieden könnten. Aha. Die meisten davon werde ich nicht nutzen. Ja, das sind lindernde Sonnenlicht, kriegen wir aus der Seele der Tänzerin und ihre Schwerter. Doppelmagie-Schwert des Tänzers. Ist ganz cool, wenn man es zweihändig nimmt, hat man halt wirklich beide Schwerter und hat eine schöne Weapon-Art, aber das macht irgendwie gar nicht mal so viel Schaden, die Dinger. Klar, sie machen teilweise Magieschaden, teilweise Feuerschaden. Aber nee. Da benutze ich die Seelen, um Seelen zu bekommen. Ja. Nö. Nichts Interessantes dabei gerade. Deshalb. Hallöchen. Möchte das Ganze hier mal verkaufen. So, das ist nämlich nochmal ein Level. Damit haben wir dann Vitalität auf 25. Und wir gehen mal was gucken. Ja, der Nebel hat sich gerade aufgelöst. Das ist schön. Dann können wir mal hier raus. Weil Hawkwood saß ja nicht da. Ja. Hawkwood hat sein Schild nämlich hier gelassen. Und Hawkwood ist jetzt gerade unterwegs. Und wo wir Hawkwood als nächstes finden, das ist das Gebiet, was ich als nächstes angehen möchte. Das wird nämlich dadurch getriggert, dass man die Tänzerin besiegt. So, da möchte ich noch gucken, was Yuria jetzt sagt. Die müsste sich ja richtig freuen. Weil wir nun mal den Weg eingeschlagen haben, den sie auf den sie uns geleitet hat. Ah, our Lord and Liege.
I presume thy holy vows are sworn? Yep. Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of Hollows. Nice. With a spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. I, Uria, and all Londor embrace thy impending lordship. Ja, machen wir irgendwann mal, ne? So, ja, ich brauche von dir nichts. Ich wollte nur mal gucken, was du so zu erzählen hast. Oh Lord and Liege, I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more. And the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Ja, dass die Götter nicht mehr sind, könnte an uns liegen. Also so aus dem ersten Teil. Ich meine, wir haben Gwyn erschlagen und Gwyndolin, was ja nun mal Götter waren. Aber hey, ne? Waren wir nicht. Und auf jeden Fall, wir gehen jetzt zu einem sehr nervigen Gebiet, aber ein Gebiet, was leider sein muss. So, damit der Stuhl mir nicht in meinem Weg steht. Denn es kann sein, dass wir noch ein paar Mal öfter hier langlaufen. Ich meine, wir müssen sowieso mehrfach hier langlaufen, denn hier geht es zwar jetzt in ein optionales Gebiet rein, da vorne aber ist zum Beispiel ein, geht's weiter zum letzten Fürsten, denn wir müssen ja 4 Fürsten erschlagen, bisher haben wir nur einen, aber hey. Ja, was da unten so schreit, das werden wir leider gleich bemerken. Hi. Hi. Danke. Der Typ hält viel zu viel aus. Sein fucking Schildschlag, ne? Au. Ich will an deinen Rücken, Arschloch. Ey. Gerade hier in diesem engen Gebiet gegen den zu kämpfen, ist so zum Kotzen. Der einfach gerade zugeschlagen hat beim zweiten Mal. Oh shit. Oh, stirb. Glücklicherweise gibt es davon nicht so ultra viele von denen. So, dieser Aufzug ist ein bisschen fies. Denn wenn man ihn ganz nach unten fährt, landet man in einem Giftgebiet und wird vergiftet. Wir müssen zwar gleich noch eh in das Giftgebiet, aber am Anfang ist es angenehmer, hier erstmal ein bisschen rumzugucken. Zumal man hier eine Estus-Scherbe bekommt. So, im New Game Plus kann ich euch verraten, liegt da ein Ring auf der Plattform. Wobei ich nicht weiß, ob es New Game Plus oder 2 Plus ist. Und ja, hier treiben sich ein paar von diesen Pass auf meinen Füßen rum. Die halten so viel aus. Das ist so ekelhaft. Sogar. Interessant. Jetzt ist klar. Und dieses Gebiet. Es gibt zwei Dinge, die ich daran hasse. Erstens Gift. Ich hasse Giftgebiete in Dark Souls. Zweitens die Geräusche. Auch wenn es weniger Schaden macht, so ein Feuerfall, aber zwischendurch ein Feuerfall hält die halt an Ort und Stelle. Gucken, wie viel Schaden macht das? Ein bisschen mehr. Das Problem ist, das freie Ziel mit Zaubern ist immer so eine Sache.
Ja, und leider laufen davon auch nicht nur zwei hier rum. Ich glaube, es sind drei oder vier von diesen Viechern. Komm, warum wählt er den denn dann ab? Titanitbrocken, wichtig. Die brauchen wir. So. Stirb jetzt bitte. Danke. So, das Problem ist, wie gesagt, das war der erste davon. Und da kommen noch ein paar mehr. So, und hier seht ihr, ne, Gift. Und das Problem ist, das ist nicht normales Gift wie im Pharrensumpf, sondern das ist schweres Gift. Macht Spaß. Ist richtig toll und so. So, da vorne kriegen wir einen Ring der Opferung. Oh, wir müssen uns nicht vergiften lassen für den. Das ist... Ich bin begeistert. So, da vorne liegen wieder ein paar Schnecken. Die Schnecken scheinen sich auch immer nur in Giftgebieten rumzutreiben. So... Dann kümmern wir uns erstmal um dich, während unser Gift abklingt. So. Da vorne sehen wir nochmal ein Pass auf rein im Hintergrund, bzw. zwei. Och nö. Jetzt bufft er seine Waffe auch mal. Das ist ganz uncool, weil erstens macht er dann mehr Schaden durch den Schild durch. Zweitens, sollte der auf den Boden schlagen. Da leuchtet es jetzt gerade so. Und dann platzieren die Minen. Das ist an sich eine coole Verzauberung. Die hätte ich gerne mal richtig für, dass der Spieler die auch haben kann. Das wäre cool, glaube ich. Hält er sich auch noch? Arschloch. Ich habe ganz vergessen, dass sie sich heilen können. Das ist nicht so cool. Kriegst auf die Fresse. Dann falsche Richtung geschlagen, Kumpel. Aber gut. Hat mich zwar auch getroffen, aber es hätte wesentlich mehr Schaden angerichtet, hätte er in die richtige Richtung geschlagen. So, jetzt muss ich mal eben ganz schnell was gucken. Ich glaube, das ist ein New Game Plus Ring, der hier eigentlich rumliegt. Ja, da liegt normalerweise ein New Game. Im New Game Plus liegt da hinten ein Ring rum. Auch noch. Also ja, hier findet man, gerade im New Game Plus findet man hier einiges. So, dann... Schnecken. Ja, ihr seht, die Schnecken halten sogar jetzt noch einen dritten Schlag aus. Ist halt so eine Sache. Das Problem ist, wir werden wahrscheinlich gleich auf jeden Fall vergiftet werden. Wie viel haben wir denn? Wir haben keinerlei Moosklumpen mit Blüte. Das ist scheiße. Richtig kacke. So, mal her. Ich will nicht da unten mit Gift kämpfen, also entweder kommst du hoch oder du stirbst. Beides ist mir recht. Ausdauer es einfach kostet zu zaubern, ne? Holy shit. So, der letzte. Oh, der ist reingerannt. Nice. Ich hätte nicht erwartet, dass der trifft. Aber gut. Ich beschwere mich da in keinem Fall drüber, also. Schnauze Schnecke. Die hat jetzt mit 2 ausgehalten. Warum auch immer. So, lassen wir das Gift erstmal wieder ein bisschen abklingen. Wie gesagt, wir werden es wahrscheinlich nachher nicht verhindern können, dass wir vergiftet werden. Aber wir können es hinauszögern.
Dunkler Edelstein. Ich weiß gar nicht mehr, was der Unterschied zwischen einem dunklen und einem abgründigen Edelstein war. Moment, ich guck mal nach. So, dunkler Edelstein durchwirken um dunkle Waffen. Achso, nee, Quatsch, das ist abgründig. Was ist denn der Unterschied zwischen abgründig und Dingens? Das würde mich halt interessieren, aber das steht da nicht. Das ist Verarsche. So, was ist da aus? Feuer, Feuer. Es brennt, es brennt. Und es rennt. Kommst du jetzt hier hoch oder nicht? Ich meine, ich beschwere mich wie gesagt nicht, wenn du es nicht tust, aber... Ich meine, irgendwo ist es ein bisschen lame, die so zu bekämpfen, aber die Viecher im Nahkampf... Ich kann drauf verzichten. So, wir haben zu wenig Mana. Stirb einfach nur. Schön. So, dann können wir uns den Ascheestus mal trinken. Menschliches Harz. Ja, damit fügen wir unserer Waffe temporär Dunkelschaden zu. Also, unsere Waffe richtet dann temporär Dunkelschaden an. Ist ganz nett. So, das hier will ich noch haben. So, jetzt müssen wir da vorne zu den Schnecken. Die bewachen nämlich, glaube ich, sogar noch eine Estus-Scherbe. Bin mir nicht ganz sicher. Das wird zu hoch. Hey, Schnecke. So, jetzt aber. Ist tot. Ich weiß halt auch nicht, was der kürzeste Weg ist. Wahrscheinlich von der Ecke aus. Das heißt, wir nutzen jetzt mal die Zeit, wo unser Gift noch abklingt. Das möchte ich nämlich in dieser Folge hier noch erledigen gerade. Geronimo. Schattenklamotten, schwarze Feuerbomben, Clown. Okay, nein. Eigentlich nichts Wichtiges, aber wir haben es überstanden, ohne vergiftet zu werden. Ich bin begeistert. Ich glaube, damit haben wir auch eigentlich hier unten alle Items. Jetzt müssen wir hier einmal drüber. So. Und in der nächsten Folge werden wir hier in diesen Aufzug steigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen, nee, nachher wieder, um 15 Uhr, Entschuldigung, bei einer weiteren Folge Dark Souls 3, wenn wir zum nächsten Boss kommen. Bis dahin, ciao Freunde.